Heute befassen wir uns mal mit Miraculin. Das schmeckt süß. Aktiviert die Glocke. Sinsepalum. Sinsepalum dulcificum. Danke. Die Wunderbeere. Sie konnte in Gold, Silber und Kristall nur via Geheimgeschehen erhalten werden und konnte alle Statusprobleme heilen. Im Real Life. Im Real Life ist diese Beere sogar noch cooler, denn die Miracle Fruit wie die Sinsepalum dulcificum im Englischen genannt wird, schafft es, deine Geschmackswahrnehmung zu verändern. Das schmeckt süß. Aber nicht wie das Miracle Kraut, welches vor allem salzig, schokoladig und fleischig besser schmecken lässt. Gebt einen Daumen nach oben und teilt das Video, wenn ihr die Idee von geschmacksverändernden Experimenten feiert. Nach einer speziellen Konsumweise der Sinsepalum dulcificum wird zu intensives Essen plötzlich gut schmecken. Und das werden wir auch später noch testen, also bleibt bis zum Ende dran. Das schmeckt süß. Der Vorschlag zu diesem Experiment kam unter dem Video, in dem ich die bitterste Substanz der Welt probiert habe. Also bedankt euch beim Rest der Community mit Hashtag DankeTechUnity in den Kommentaren. Das gilt jetzt für alle Zuschauerexperimente. Der Wirkstoff in dieser Beere, der für das Ganze verantwortlich ist, nennt sich, wie schon anfangs erwähnt, Miraculin. Ein Glykoprotein, welches zwar selbst geschmacklos ist, aber so mit unserer Zunge zusammenarbeitet, dass es deren Wahrnehmung von süßem Geschmack verstärkt. Es haftet sich an einen Süßrezeptor von Sinneszellen in den Geschmacksknospen und löst so aber noch keine Reaktion aus. Also bei normalem pH-Wert. Isst man allerdings danach etwas Saures, ändert sich dann auch der pH-Wert des Mundmilieus in den sauren Bereich. Und das Miraculin nimmt dadurch eine etwas andere Form ein. In dieser Form werden dann diese Geschmacksrezeptoren aktiviert, sodass die Wahrnehmung eines intensiven Süß entsteht. Und das, obwohl die konsumierte Speise normalerweise einen sauren Geschmack hinterlassen würde. Und hier ist ganz viel Essen, was du nicht essen darfst. So, noch einmal für die Kamera lächeln. Also, ich dachte erst, dass meine Mundoberseite ein bisschen taub ist. Ist sie aber nicht. Das war wohl einfach die Tablette, die beim im Mund verteilen gerieben hat. Bon Appetit! Das schmeckt süß. Erstmal die Zitrone schälen, wie so eine Orange. Keine Spur von sauer. Doch, bei reinem Zitronensaft spürt man ein bisschen sauer. Aber das sind vielleicht die Bereiche meiner Zunge, die nicht mit dem Miraculin benetzt wurden. Uff. Uff, Bruder. Gerade ist ein Tastisch-Video released worden, während ich das hier drehe. Zähne in Säure. Was ein Zufall. Ich sollte die danach definitiv putzen. Milch müsste ja jetzt eigentlich nicht so gut wie Joghurt schmecken. Da diese ja ihren Milchzucker hat, aber der Joghurt definitiv saurer ist. Die Milch schmeckt einfach nur reifer als sonst. Okay, das wird das erste Saure sein, das ihr jetzt irgendwie nicht als erstes seht. Also man merkt deutlich, welches Süß, das ich gerade schmecke, vom Joghurt kommt und was eigentlich sauer wäre. Und er schmeckt definitiv besser als die Milch. Cool, wenn man süß mag. Avocados schmecken noch wie vorher. Es ist also saures Essen, welches anders schmeckt. Dann bin ich mal gespannt, wie ein säurehaltiger Softdrink mit Aspartam statt Zucker schmecken wird. Denn Kohlensäure ist ja auch eine Säure. Ui. Also
Also ich schmecke nur den Sauer-zu-Süß-Effekt und das ist echt angenehm. Das erklärt auf jeden Fall, warum die Wunderbeere dort, wo sie wächst, von den Stämmen auch immer vor jeder Mahlzeit ungefähr konsumiert wird, um eben diese zu verfeinern. Da nehme ich jetzt gerade nur wieder unsichtbares Koffein zu mir. Saure Würmchen kennt ja jeder und ich hasse mich jedes Mal, weil ich viel zu viele esse. Also schauen wir mal. Süße Würmchen. Der ganze Kick ist weg. Also werde ich die später essen. Es gibt ein Nahrungsmittel, das danach schlechter schmeckt. Dann gönne ich mir mal Brause, weil es ja im Prinzip reine Säure mit Zucker ist. Die ist so sauer, dass tatsächlich auch wieder ein bisschen durchkommt, wie bei der Zitrone. Aber wie gesagt, sind das wahrscheinlich die nicht benetzten Stellen. Und sonst ist es halt ein bisschen schwächer als der Zucker. Ich frage mich, ob der Effekt verstärkt wird, wenn man mehr dieser Pillen nimmt. Denn ich glaube nicht, dass das die Obergrenze sein soll, denn das Zeug soll sich ungefähr 100 Millionen Mal besser an die Süßrezeptoren binden können als purer Zucker. Die Banane müsste eigentlich auch gleich schmecken. Also von Früchten sind saure definitiv am interessantesten, weil die anderen ganz normal schmecken. Aber dennoch werde ich jetzt mal schauen, wie salziges Fleisch schmecken wird. Schmeckt auch nur mit Mirakelkraut besser. Und Schokolade ist ebenfalls gleich. Also denkt daran, wenn ihr das mal selber ausprobieren solltet. Ich habe jetzt mal meine Quelle via Raff-Link unten in die Beschreibung gepackt. Dass ihr beim Experimentieren nur saure Sachen esst, schreibt gerne in die Kommentare, was am besten geschmeckt hat. Mein Favorit heute war auf jeden Fall ein Cola-Orange-Mix-Getränk und es ist wirklich interessant, seinen Geschmack zu verändern. Ha, das war ein Erlebnis. Ich hätte nie gedacht, dass Corncrafter und die Prank Bros tatsächlich mal coole Videothemen behandelt haben. Ach, YouTube Deutschland, schau dir noch unbedingt das Video von letzter Woche an. Da habe ich nämlich gezeigt, wofür ich meinen 3D-Drucker so im Haushalt gebraucht habe. Das Ding ist echt nützlich. Und das untere Video ist das, in dem ich die bitterste Substanz der Welt konsumiert habe. Igitt, war das eklig.